Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, zu meinem neuen Journal. Dieses Mal ist es ein, ja, ein Rezeptbuch, Schrägstrich, ja, Backbuch. Also mehr, ich habe die Priorität mehr auf das Backen, auf die Süßspeisen gelegt, weil, ja, ich bin halt. Ja, ich liebe Kuchen und Torten und ja, da, genau, da ging mein Herz auf, als ich diese schönen Bilder gesehen habe und habe direkt gesagt, boah, ich werde so ein Buch machen. Genau, ja, zu dem Cover. Ich mache das gleich ab. Also geschlossen habe ich es hier mit einem Gummiband. So sieht es erstmal von vorne aus, so von der Seite. Ich habe, das ist ein Altered Book. Zweckentfremdet, so ist es richtig, habe ich mit weißem Gesso gestrichen und habe dann einfach ein bisschen drauf rumgestempelt. Hier habe ich eine Spitzenblume draufgeklebt und hinten habe ich auch mit der Schablone gearbeitet und ein bisschen drauf rumgestempelt. Und versiegelt habe ich es dann mit Mod Podge. Genau, und das fühlt sich auch richtig schön an. So, und dann mache ich das hier auf. So, und dann sieht es so aus. Jetzt muss ich mal gucken, seid ihr komplett im Bild? Ja, genau. Ja, dann wollen wir mal starten. So, ich habe diesmal drei Signaturen gemacht und viel dekoriert. Also viele Taschen eingebaut, damit der neue Besitzer da auch seine eigenen Rezepte noch ja, reinschreiben kann, verwirklichen kann, auf einen Zettel reinschreiben und vielleicht in eine Tasche reinstecken oder wie auch immer. Genau, ja, los geht's hiermit. Es ist auf Englisch, das ist ein Papierset, was ich gekauft habe und da war das bei und ich fand es so schön. Es ist leider auf Englisch, aber ja, es sieht sehr lecker aus. Ja, dann habe ich hier von einer Spitzen. Das war so eine, ich vermute mal, ein Tischläufer. Ich habe nämlich bei uns in einem Krimskramsladen ganz viel Spitze gekauft, für ganz, ganz, ganz wenig Geld. Und ja, da war das so ein Eck. Also das Ende war quasi hier mit so einer, ja, mit so einer Ecke. Und das habe ich einfach abgeschnitten und hier reingeklebt. Und ich finde, das macht sich super als Tasche. So, achso, das sollte ich vielleicht auch mal richtig rum machen. Ja, das ist ein Papier von einem Designblock von Action. Das habe ich einfach abfotografiert, damit ich das als Seite benutzen kann. Und dieser Block hat mir auch so ein bisschen Inspiration gegeben, dieses Journal zu machen. So, dann habe ich hier, seht ihr das gut? Ja, das kann man gut sehen. Mit der Schablone gearbeitet. Ich habe mir nämlich eine Spitzenschablone bestellt. Ich habe ja noch nicht viele Schablonen und ja, die spiegelt sich ganz oft hier in diesem Buch wieder, weil ich finde die wunderschön. Verwendet dazu, neu habe ich mir auch gekauft, die Stempel, diese hier, die Victorian Velvet. Die finde ich richtig, richtig schön. Also die muss das sein. Und dann habe ich mir noch diese hier, die Shabby in diesem Grün, die fand ich auch so schön. Die habe ich hier beide gut verarbeitet drin, also ganz, ganz tolle Farben. Genau, ja, hier ist noch mal ein Tag mit leckeren Kuchen drauf, auf alt gemacht. Hier habe ich eine Spitze. Auch noch mal, sieht man das beim Aufklappen? Ja, hier ist noch mal so ein Pumpkin Pie. Und was ist das? Das ist auch alles. Da war halt auch viel so diese alten Tags auch zum Kochen. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, was das hier ist. Auf jeden Fall aus Norwegen. Ach, das ist Sojaöl. Okay, Sojaöl aus Norwegen braucht man ja auch zum Backen. Dann habe ich das hier auch mit einem Magneten versehen. Und hier vorne könnte man ja auch noch was drauf schreiben, ne? So, und jetzt kommt schon das erste aus dem Papierset. Rezepte, Ideen, Menüideen, die man hier aufschreiben könnte. Dann hier
Die sind ja wohl total klasse, ne? Ich finde die so cool, diese alten Labels. Und dann ist hier auch nochmal aus dem Papierset dieser Kuchen. Ja, richtig gut. Dann habe ich hier ein Bellyband gemacht und hier auch mit dem Luftballons und den Pupcakes. Und hier ist auch nochmal eine Karte, wo man auch nochmal ein Rezept aufschreiben könnte. Dahinter. Hier, das ist das nicht wieder schön? Ich finde es farblich wieder so toll. Hier ist nochmal ein Tag. Und hier, die war auch bei dem Papierset dabei, die alte Kaffeekanne. Und das hält sich auch mit einem Magnetverschluss. Und hier ist auch nochmal eine Karte zum Schreiben. Hier habe ich gestempelt mit dem grünen, dem Chibi. Hier sind nochmal für Rezeptideen. Mitte. Nochmal Rezeptideen. Noch was zum. Nochmal zwei Tags zum Beschriften, Bekleben. Hier hinten habe ich noch mit dem schönen Notenstempel, der darf natürlich auch nicht fehlen, weil beim Backen wird ja bestimmt auch Musik gehört. Also ich mache das auf jeden Fall so. Ich habe eigentlich immer das Radio laufen. Ja, hier habe ich wieder, ne, meine heißgeliebte Büroklammer. Wisst ihr ja, kennt ihr ja bei mir, ne? Und hier ist wieder was zum Schreiben für eigene Rezepte. Menüideen, Rezeptideen. Hier ist auch nochmal ein Tag. Hier ist der frei. Kakao. Ist auch wieder so ein altes Bild. Herrlich. Und einmal zum Aufklappen. Hier habe ich aus diese Telefonzelle, die ja jetzt umgebaut ist zur Bücherzelle, habe ich hier aus einem alten Backbuch. Mandel-Landkuchen einmal, ein Rezept und Eierlikörkuchen. Ne, das ist natürlich ja, sehr lecker, musste mit rein, weil ich denke mal, wenn man den macht, der wird schon gut sein, wenn man Eierlikör mag. Also ich mag ihn sehr gerne. Hier so ein alter Apfelkuchen, der geht ja auch immer. Ne? Dann, so, und hier ist auch noch ein Tag. So, nochmal hier Menüideen, das hatte ich noch über das Blatt. Das habe ich jetzt auch einfach mit hier rein getan. Und hier ist wieder gestempelt. Ach nee, Entschuldigung, mit der Schablone habe ich hier gearbeitet. Das ist dieses Victorian Velvet. So, dann kommen wir schon zur zweiten Signatur. Ist wieder mit der Schablone, die ist so schön. Spitzenschablone. Ja, hier ist nochmal ein alter Tag aus dem Papierset. Und hier auch. Und im Hintergrund habe ich natürlich wieder mit der Schablone gearbeitet. Also das habe ich hier wirklich richtig, richtig viel gemacht. Das ist wieder, das ist kein alter Briefumschlag. Da habe ich mit dem Vellumpapier einfach gearbeitet. Und habe hier auch nochmal, sieht das nicht lecker aus, die Pancakes. Richtig, richtig lecker. Ja, dann habe ich hier noch einen Tag über gehabt und nochmal die Büroklammer. Menüideen, Rezepte. Die ist auch cool, ne? Die war auch dabei. Dann habe ich hier oben noch mit der Spitze ein bisschen gearbeitet und hier nochmal Apple Pie, also nochmal den Apfelkuchen. So old school, ich finde das so cool. Und das ist ein alter Briefumschlag. Diesmal ist es ein alter Briefumschlag, genau, den habe ich einfach abgecycelt.
Bild ist auch so schön, ne? Das war auch dabei, so richtig alt. Ja, dann habe ich hier nochmal zwei Tags und auch noch was draufschreiben kann. Mit der Schürze und so, ne? Das ist echt richtig, richtig oldschool. Ja, und hier das Mädchen, Kakao. Ja, und hier kann man auch noch hinten was draufschreiben. Hier habe ich, genau, zum Hinterklemmen. Das ist eine Schokoladensahnetorte, ein Rezept, auch aus diesem besagten Buch. Und normannische Apfeltorte. Aha, okay. Ja. Dann Menüideen, Rezeptideen. Das hier ist ein alter Briefumschlag. Habe ich jetzt auch nochmal hier einen Tag hinter. Kann man auch wieder was drauf, ein Rezept verwirklichen. Na, wo bist du? Ach, das mache ich gleich. So. Auch nochmal was zum Schreiben. Das Foto war auch dabei. Auch richtig cool aus, ne? Richtig cool. Ich hatte erst überlegt, dieses Bild vorne aufs Cover zu machen. Das wäre auch toll gewesen. Gefällt mir auch richtig gut. Wieder Menüideen, Rezepte. Hier. Und hier habe ich wieder gestempelt und mit der Schablone gearbeitet. Ja, hier wieder die schöne Schablone. Es ist ja immer so, wenn man dann was Neues hat, dann muss man das ja auch immer ganz viel benutzen. Ne? Das macht so viel Spaß. So, und jetzt kommen wir schon zur dritten Signatur. Hier ist wieder die Dame. Oldschool. Hier habe ich ein bisschen ausgestanzt. Das habe ich irgendwo ausgedruckt. Das fand ich auch so süß mit der kleinen, mit der Mütze. Und wieder die Pancakes da in der Pfanne wendet. Ja, hier ist nochmal Spitze. Die geht ja eigentlich auch immer, die passt auch immer sehr, sehr schön. Ja, hier sind nochmal Rezepte, Menüideen, Breakfast, Lunch, Dinner, Snacks. Und hier ist nochmal ein Tag. Das gefällt mir so gut, das Papier. Richtig, richtig schön. Also der Block, der war eh sehr toll. Ich meine, das Lila und das Grün, das war mir teilweise ein bisschen zu krass. Das sehe ich eher so vielleicht in einem Weihnachtsjournal oder so. Aber diese, ja, die Pancakes und die Kuchen und mit den Luftballons, das haben die, das ist richtig gelungen. Also es gefällt mir richtig gut. Jetzt noch mal Rezepte. Nochmal, also ich habe hier viel Platz gelassen, um selber noch viel reinzuschreiben und auf die Karten. Coffee geht auch immer. Und hier ist auch noch ein Tag. Also ich habe hier eine Tasche und hier eine Tasche. Man genügend Möglichkeiten. So. Und Menüideen. Hier ist wieder ein alter Briefumschlag. Hier mit der leckeren Torte. Da kann man, genau hier hinten habe ich, kann man noch was reinschieben. Und hier in den Briefumschlag. Wieder Rezeptideen. Wieder meine heißgeliebte Büroklammer. Ja, das Buch ist sehr rosalastig, ne? Aber irgendwie, ich mag das halt auch irgendwie so gerne. Wieder mit der Schablone gearbeitet. Menüideen, Rezepte. Hier ist auch so ein aus der
aus dem Papierset. So ein altes Bild. Und hier habe ich noch ein Rezept, auch aus diesem Buch. Saftkuchen und Stachelbeer-Puddingkuchen. Das ist so auf, also ich denke mal, dass das ein Buch gewesen ist, wo einige Frauen oder wo wahrscheinlich Rezepte gesammelt worden sind. Und ja, weil die alle eine unterschiedliche Handschrift haben. Ne? Aber gerade das fand ich so schön und auch sehr passend. Weil das Buch ist ja schon so ein Mix aus alt, oldschool und hier, das ist ja modern. Ne? Aber ich mag den Mix sehr, sehr gerne. So, hier habe ich nochmal Pancakes und was anderes. Genau. Habe ich noch mal ein bisschen gestempelt und hier hinten habe ich noch mal so ein kleines Büchlein gemacht und vielleicht auch noch mal, das ist alles leer, hier habe ich nichts drin gestaltet, wo man vielleicht auch noch mal seine kleinen Rezepte vielleicht aufschreiben möchte. Komm ich hier. So, ihr Lieben, das war mein Backbuch-Journal. Es hat mir wie immer richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, dieses Schätzchen sucht auch ein neues, liebevolles Zuhause. Wer es haben möchte, darf sich gerne bei mir melden. Die E-Mail-Adresse steht ja in der Kanalinfo. Und genau, ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag und bleibt kreativ und ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!